Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuschauer, aber für mich, ich schaue mir gerne interessante Immobilien an, auch wenn das, wie wir das ja schon häufiger auf dem Kanal gesagt haben, nicht immer ganz so einfach ist. Man kann nicht einfach zu irgendeinem Kondo hinfahren und sagen, zeigt mir mal was. Auch bei den Maklern ist es immer sehr, sehr schwierig, weil die Jungs und Mädels da sehr, sehr verkaufstüchtig sind teilweise. Und so sind wir immer darauf angewiesen, dass uns einmal ein Zuschauer seine Wohnung zeigt. Und wir hatten Glück gehabt. Der Zuschauer unseres Kanals, Hugo aus der Schweiz, hat uns eingeladen, uns mal sein Kondo hier zu zeigen. Und was noch schöner ist, Hugo hat das alles selbst gefilmt. Und wie ich im Gespräch mit ihm erfahren habe, hat er schon deutlich häufiger als ich eine Kamera in der Hand gehabt. Also doppeltes Glück für mich. Brauche also euch nur noch zeigen, was er uns hier Schönes aufgenommen hat. Damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr zu diesem Kondo-Video wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute unterwegs im Süden von Pattaya. Ihr habt es vielleicht auf dem Anfahrt schon gesehen, Second Road zwischen Pattaya in Richtung Jomtien. Hier liegt das Access Pattaya Kondominium. Aus dem Internet habe ich jetzt erfahren, dass es dort 430 Wohneinheiten gibt. Also nicht unbedingt ein kleines, gemütlich, kuscheliges Kondo, wo einen der Eigentümer frühst noch frische Brötchen vorbeibringt, sondern halt so ein richtig großes, wo man in der Anonymität schön versinken kann. Allerdings hat man hier dann natürlich auch alle Annehmlichkeiten, die so ein modernes Kondo mit sich bringen, von Fahrstühlen bis zu Pools, Außenanlagen und natürlich dann auch die entsprechende Rundumsicht, wenn man weit, weit oben wohnt. Daneben, wie das auch bei solchen Kondos üblich ist, 24 Stunden Security, Rezeption, Swimmingpool, Videoüberwachung, Fitnessstudio, also alles vorhanden, was man so haben möchte. Sicherlich warten jetzt die ersten von euch schon drauf, was es kostet und alles, was dazu gehört. Ihr kennt das auch. Ich will mich da ganz vorsichtig ausdrücken, ob das da eine Vermietung für 2, 4 oder nur ab 4 Wochen gibt. Kann ich euch nicht ganz genau in diesem Video sagen. Wer daran Interesse hat, der findet sicherlich einen Immobilienmakler oder auch auf Booking.com könnte man dort nachfragen entsprechend, ob das überhaupt möglich ist in diesem Kondominium. Ich habe mal so ganz grob geschaut, für ein Zwei-Zimmer-Apartment werden hier im Monat 15.000 Thai Baht an Miete aufgerufen. Und wenn man ein ähnliches Kondominium kaufen möchte, stehen hier im Internet Verkaufspreise ab 2 Millionen Thai Baht. Wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr. Und wer dann aber wirklich auch Interesse hat, sich in solchen Kondos einzumieten oder einzukaufen, na gut, der wird eigene Besichtigung machen müssen. Der wird dann auch entsprechend mit der Verwaltung und auch eventuell mit den Maklern persönlich sprechen müssen, wie das halt immer so ist. Also lassen wir hier ein bisschen die schönen Bilder von Hugo sprechen. Ihr seht, sein Kondo ist sehr, sehr weit oben. Und wenn es auch dann schon sehr weit oben ist, ist es natürlich auch nochmal richtig groß. Insgesamt hat er hier 3,5 Zimmer, die sich auf ca. 75 Quadratmeter verteilen. Ihr seht das hier, Essecke, Küche, schönes großes Wohnzimmer. Dazu Gäste-WC mit Dusche. Ein eigenes Büro hat er sich hier einrichten können sogar. Ja, das sind Dinge, die, wenn der Schnitt der Wohnung richtig schön ist, sich auch einrichten lassen. Dazu natürlich Schlafzimmer, Master Bedroom nochmal mit Dusche und extra WC. Alles, was man so halt braucht, ist in diesem Kondo halt hier vorhanden. Von der Ausstattung würde ich sagen, ganz neu, super Standard. Also hier wurde wahrscheinlich nicht gegeizt mit den Möbeln. Ihr seht auch ein wunderbarer, schöner Fußboden da drin. Nicht so der übliche Fliesenfußboden, den man in den meisten Kondos hat. Mit Sicherheit kann man aber auch ein bisschen noch was Eigenes sich einbauen, wenn man halt der Eigentümer ist, wenn man sich das Kondo kauft. Ja, von der Lage habt ihr es ja auch schon gesehen. Relativ zentral gelegen, aber auch ein bisschen weiter außerhalb für die Leute geeignet, die vielleicht nicht unbedingt die große Partymeile direkt vor der Haustür haben möchten. Zum Pratamnak Beach runter wären es 1,5 Kilometer oder zum Dongtan Beach 1,6 Kilometer. Das ist also auch sogar fußläufig erreichbar, wenn man halt zu Fuß gut unterwegs ist.
Ansonsten mit dem Moped sind das wenige Minuten zu fahren. Auch hier schön zu sehen eben gewesen noch der Big Buddha Hill. Also die Aussicht ist natürlich wahnsinnig gut. Und dann blickt man auch, wenn man auf der richtigen Seite des Kondos wohnt, direkt runter bis zum Bali High Pier. Und hat immer einen schönen Blick auf all das, was hier in Pattaya so passiert. Wenn zum Beispiel ein großes Feuerwerk-Event ist oder ähnliches, hat man hier einen sehr, sehr schönen Logenplatz und kann all diese Dinge wunderbar überblicken, ohne seine eigene Wohnung verlassen zu müssen. Da wir die Ecke auch ein bisschen kennen, würde ich sagen, auch ein bisschen was fürs Nachtleben geeignet. Wenn man also Richtung Dong Than Beach runterfährt, über den Pratanak Hill, hat es dort also auch entsprechende Bars. Einkaufsmöglichkeiten gibt es dort auch in der Nähe. Und wenn es ganz eilig sein muss, fährt man halt einfach mit dem Badbus, der direkt vor der Tür vorbeifährt, in beide Richtungen, entweder nach Chom Thien rüber oder in die andere Richtung nach Pattaya, wo man dann also auch in wenigen Minuten ankommt. Eignet sich auch sehr für Sportbegeisterte, die dort wohnen möchten. Man hat mit diesem Big Buddha Hill gleich so ein bisschen Art grüne Lunge direkt vor der Tür, wo man also dann laufen könnte. Wir hatten es ja in einem unserer letzten Videos auch schon mal gezeigt, welche Möglichkeiten es rund um den Big Buddha Hill gibt. Also auch da eine wunderschöne Möglichkeit. Und abends halt durch die Lichter sehr, sehr schön beleuchtet. Ich denke, da kann man sich wirklich wohlfühlen, wenn man da am Abend, nachdem man lang unterwegs war oder was man auch immer gemacht hat, hier sitzt und sich das alles in Ruhe anschauen kann. Wohnt man dann zur anderen Seite raus, Richtung Second Road, muss man vielleicht schauen, ob der Lärm durch den Verkehr der 24 Stunden hier auf der Second Road fließt. Muss man dann natürlich schauen, ob man sein Kondo zu dieser Straßenseite hinaus hat. Und da muss man halt auch, bevor man vielleicht sich das einkauft, mal die berühmte Probewohnung machen, ob einen der Verkehrslärm dort nicht stört. Weil diese Straße schläft nie, da ist immer Autoverkehr. Und ihr kennt das ja auch dann von Pattaya, wenn hier richtig viel los ist, dann ist der Verkehr hier auch entsprechend auf der Straße. Das staut sich teilweise auch bis hier hoch, weil halt unten die Straße zum Bali High Pier so ein kleiner Knotenpunkt ist. Auch das muss man ein bisschen mit einplanen. Aber ihr habt es gerade auch schon gesehen, hier fahren die Badbusse in regelmäßigen Abständen. Auf der anderen Straßenseite, das nächste große Bauprojekt, was hier auf dieser Straße geplant ist, das Grand Soleil, das wächst auch in den Himmel mit atemberaubender Geschwindigkeit. Allerdings wird hier auch sicherlich noch mehrere Monate, wenn nicht sogar noch Jahre gebaut werden, bis diese gesamte Großanlage hier mal steht. Aber es geht voran, ist also jetzt scheinbar kein Projekt, was mal so geplant war und dann hat man es wieder vergessen. Nee, hier wird fleißig weitergebaut. Ja, und wenn man dann ein bisschen Ruhe und Erholung braucht, fährt man hier einfach ums Eck Richtung Pratanak Hill, Dong Than Beach, wie ich das gerade schon gesagt hatte. Dann ist man also auch ganz, ganz schnell unten am Golden Beach zum Beispiel, wo man dann sich entspannen kann, ausruhen kann. Ob man da alleine ist in der heutigen Zeit, mag zu bezweifeln sein, aber es wird ja noch ein kleines Plätzchen für euch als Urlauber denn möglichst noch da sein. Am Strand überhaupt kein Problem. Essen, Getränke dort unten ganz genauso, inklusive schöner Restaurants, wo man auch mal einkehren könnte. Also von der Lage gefällt es mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, sicherlich wird es nicht jeden Geschmack treffen. Viele wollen ja lieber in kleinen, abgeschlossenen Einheiten sein. Hier ist es halt ein großes Kondo mit sehr, sehr vielen Leuten, aber auch mit dem Vorteil einer gewissen Anonymität. Das heißt, wenn ihr mal nicht das ganze Jahr hier seid, wird einfach die Tür zugesperrt. Niemand weiß, ob jemand zu Hause ist, ob jemand da ist. Alle eure Sachen werden mit Sicherheit, wenn ihr zurückkommt nach Pattaya, immer noch an derselben Stelle sein. Kurz durchgelüftet, Staubsauger einmal durch und schon habt ihr eure Wohnung wieder in einem vernünftigen Zustand. Ja, wenn sich jemand dafür interessiert, einfach, wie ich es am Anfang vom Video schon gesagt habe, Kondomanagement kontaktieren. Adressen, Telefonnummern findet ihr ganz, ganz einfach im Internet. Habe ich auch innerhalb von 30 Sekunden gehabt. Findet ihr also auch. Und auch entsprechende Immobilienmakler, falls ihr da was einkaufen wollt und so weiter. Alles dort. Der Kontakt ist da, denke ich, auch schnell hergestellt. Was wir auch oft gesagt haben,
verkauft und vermietet wird schnell. Nur dann, dass wenn man es wieder loswerden möchte, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Das soll es für diese Immobilientour hier zum Access Pattaya Kondominium gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen, was euch interessiert hat. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Kanal abonnieren, Video liken, Video teilen und kommentieren nicht vergessen. Danke und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.